Welcome back und willkommen zurück zu einer weiteren Folge WRC Generations. Heute geht's rein in die große Reparatur. Was haben wir denn da? Viereck, perfekt. Nehmen wir. Bang. Achso, dann nochmal neue Reifen auswählen. Die sind schon gut durchgenudelt. So, dann würde ich mal sagen, warte mal, wir haben noch... Komme ich danach nochmal zum Servicepark? Ja, dann würde ich nochmal sagen. Ich hole mir nochmal die weichen Reifen und dann für die lange Stage die harten Reifen. Das klingt nach dem Plan. Bang. Einmal nochmal richtig rausknattern im Head-to-Head. Und dann entspannt auf der ganz langen Etappe fahren. Was fahren wir denn? Links, rechts? Oh ja, das sieht verrückt aus. 5, 4, 3, 2, 1, los! 50, Achtung, rechts 3 macht zu Verengung. In rechts 4 macht zu Bremsen. In links 3 lang, nicht schneiden, unter Brücke. Ein bisschen schneiden geht immer, wie gesagt. Schotter, Breite 50. Links 300. Jetzt sollten wir nicht viel querfahren. Ich will nicht viel querfahren. Achtung, scharf bremsen für scharfe Haarnadel links, nicht schneiden, verengen über Asphalt 80. Ah. Schade. Ich kann kein Camp Lock-Style fahren. Rechts 3 macht auf. Und rechts 5 macht zu 4 Verengung. In rechts 4 macht zu 3 lang nicht schneiden. In links voll nicht schneiden über Schotter und links 4 macht zu 1 nicht schneiden 40. Oh, das ist echt ein guter Run. Warum sage ich sowas? Bin ich denn bescheuert? Ups, bin ich denn? Der richtige Weg. Rechts 4 ich darf mich einfach nicht selber loben. Achtung, rechts ich wollte nur zurückgucken. In rechts 4 macht zu bremsen. In links 3 lang, nicht schneiden, unter Brücke. In links 4 bergauf über Schotter, Breite 50. Links 300. Schön wenig rutschen. Viel gerade ausfahren. Bremsen für scharfe Haarnadel links nicht schneiden. Verengung über Asphalt 80. Ah, viel besser genommen. Macht auf. So, einmal noch den Infield-Kurs. Und rechts 5 macht zu 4 Verengung. In rechts 4 macht zu 3 lang nicht schneiden. In links voll nicht schneiden über Schotter und links 4 macht zu 1 nicht schneiden 40. So macht zu in 1. Das habe ich gerade überhört. Rechts 4 scharf bremsen für scharfe Haarnadel rechts nicht schneiden, Verengung 50 zum Ziel. Bang! Was sind wir gefahren? Ja, gut, 3 Sekunden weg. Aber gut, da war auch eine Rollover dabei, also von daher alles gut. Oh ja, es wird dünner vorne. Übrigens, die haben immer noch nicht dasselbe Problem gelöst, was sie schon in den letzten Jahren hatten mit diesen Head-to-Head-Veranstaltungen. Und zwar, dass man, dass der KI-Fahrer nicht synchron ist in der Replay. In der Replay fährt er los, wenn die Replay startet. Jetzt, wenn man es, sag ich mal, live fährt, dann fährt er los, wenn auch offiziell los ist. Und nicht, wenn Replay startet, Countdown startet und direkt er fährt los. Und naja, beim Live-Fahren fährt er los, wenn der Countdown, auf Null ist. Nun. Das sollte passen. Ja, das sollte passen. Und rein in die Mammut Stage. Yes. Yes. Und rein. 5, 4,
3, 2, 1. Wir sind unterwegs. 120. Oh, geht besser. Bergab, Schotter. Auf 100, links, da ist auch mal der zweite Gang am Start. 150. Bremsen rechts 3 nicht schneiden, macht auf in rechts 5 Verengung in Knoten 80. Rechts 3 in rechts 4 nicht schneiden 80. Links 5 kurz und rechts 5 nicht schneiden 30. Links 4 in rechts 5 macht zu, fällt innen 50 scharf bremsen. Scharf rechts eingangs nicht schneiden durch Wasser und links 3 200. Fuck, das war der weltdümmste gegen Baumfahr-Move der Welt. Achtung, scharf bremsen in scharfer Haarnadel rechts, nicht schneiden, 150. Scharfer Haar links, fällt innen, 150. Oh. Oh, sorry, gerade wieder für den unangenehmen Cut. Kuppe 100. Links 4 bremsen, in rechts 3 macht zu, nicht schneiden. In links 5 und links 3, 80. Nur der Cut war schuld. Obwohl es für mich nur eine nicht mehr als 10 Sekunden lange Pause war. Rechts 4 innen halten, links 4 uneben. In rechts 3 macht zu, 100. Ja, ein Tap. Rechts 3 in links 5. An die Leitplanke. Im rechts 2 bremsen, macht zu, scharf rechts 30. Links 4 sehr lang, uneben, in links 5 uneben, 80. Und rechts 3 nicht schneiden, 100 über Kuppe. Oh no. Ich wusste doch schon, was kommt. Über Kuhle innen halten und links 4 kurz 30. Achtung, links 3 Verengung in rechts 2 nicht schneiden 30 über Kuppe. Links 3 50. Links 4 kurz fällt innen und links 400. Rechts 5 Verengung bremsen in links 4. Oh, unangenehmer Tap wieder. Links 4 mittel, ich muss damit aufhören mit den ganzen Taps. Und rechts 6 und links 4 macht zu. In rechts 4 über Kuhle, in links 5 lang macht zu. Bremsen. Ja, ich über Fahrrad bisschen das Auto. 280. Ja, wenn ich kurz meine langsame Stelle zum Runterkommen. Jetzt wird wieder vernünftig weiter geballert. Rechts 4 leicht schneiden. Und Achtung, links 2 macht zu, in scharf rechts nicht schneiden, 50. Rechts 5 kurz Übersprung und rechts 4 Baum innen. Ah, die Bushaltestelle wieder. In links 6 und rechts 3, 50. Rechts 5 macht zu, Achtung, links 1 lang, sehr eng, 30. Aus in Knoten, Verengung 120. Achtung, bremsen rechts 5 uneben, in links 4 und rechts 3 Baum innen 80. Rechts 3 leicht schneiden und links 3 120. Wow! Ich hatte ja gerade überhaupt keinen Grip. Einfach komplett seitwärts aus dem Bild geschleudert. Rechts 3, 80. Links 6 kurz und rechts 5, 80. Links 5 und links 4 uneben, 30. Rechts 4 kurz, Verengung, 30. Links 5, 80. Links 4 kurz, 150. Links 4 kurz, in rechts 4 nicht schneiden, 300. Links 4 kurz nicht schneiden, in rechts 5 Baum innen.
Nein, Achtung, scharf bremsen, rechts 3 kurz, mach zu, im Linksfahren 200 uneben. Bisschen nicht so schön mit der Linie. Scharf bremsen, scharf links, Baum innen 50, scharf links, Baum innen 80. Oh. Au, oh, der gute Move. Rechts voll 100. Achtung, links 5, Baum innen 80. Rechts 4, kurz 30. Links 4, nicht schneiden. Fest habe gerechnet, dass ich hinten rechts wieder klippe. Deshalb habe ich nicht so viel gegen korrigiert. Weil wenn ich dann hinten rechts eingeschlagen hätte, dann noch korrigiert, dann hätte ich mich sofort weggedreht. Oh nein, ich erinnere mich fast zu spät. Oh Gott, die schlimme Kurve. Rechts 4 kurz und rechts 4, 30. Links 5 kurz in rechts 4, 100. Links 3 macht auf lang. In rechts voll, in links 5 macht zu. Sobald eine Dreierkurve halbwegs ein bisschen länger wird, ist einfach der dritte Gang komplett useless. Braucht man schon den zweiten. Links 2. Nicht umkippen, Auto. 50. Don't. Scharf rechts leicht schneiden und links. Cutting. Ach du Heilige. 25 Sekunden Vorsprung. Ja. Scheiße. 20 Sekunden Vorsprung. So schnell geht's. Ich bin wirklich verflucht, wenn es darum geht. Ich dürfte nie richtig Rennfahrer sein. Komm, da ich jetzt eine gute Runde schon habe ich mich dreimal um den Baum gewickelt. Aber mit Style. Aber tot. In links 5 und rechts 4 sehr lange 80. Links 4 lang in rechts 4. Und rechts 4 kurz über Asphalt bei Abzweig 200. Okay, ein bisschen Entspannung auf Asphalt. In rechts 5 und links 4 kurz. Ja, das war's auch schon wieder mit der Entspannung. In Achtung, rechts 6 scharf bremsen im Haarnabel links. In links 4, in rechts 4 kurz Verengung. Und links 3 und rechts 3 macht auf, nicht schneiden 50. Links 3 leicht schneiden 80. Ja, da ist wieder der beliebte Tab. Links 2 und rechts 4. In links 4 macht zu lang über Kuppe. Hier ist der gute Cut. Den man nicht zu viel ausnutzen darf, sonst kommt man nicht mehr zurück auf die Straße. Und rechts 3 in links. Oh. 4. In rechts 3 nicht schneiden und links 5 lang macht zu 4. Und rechts 5 Verengung und rechts 3. In links 3 nicht schneiden und rechts 3 kurz. Und links 4 und rechts 3 80. Links 4 macht zu in rechts 5 200. Tap. Yes. Scharf bremsen, rechts. Ja, arme Mutter Natur. Und links 5 kurz in scharf rechts nicht schneiden. Und links 5 macht zu, fällt innen in rechts 6 lang, macht zu 50. So schnell setze ich hier Staub ab auf die Scheibe. Links 5 über Kuppe, fällt innen in rechts 6 lang, Übersprung. Und links 4 leicht schneiden, fällt innen. Wow, das war doch knapper als gedacht. Am Fels vorbei. Cutting. Links 5 macht zu und rechts 5 mittel. Und links voll über Kuppe mittig halten in rechts 5. Was? Aufgepasst, auf der Strecke. Ach komm, hätte ich noch weiterfahren können. Kuppe mittig halten in rechts 5 sehr lang.
Oh, es regnet. Aber egal, wir sind schon nach der Hälfte. Aber wir können ja eh keine Regenreifen auswählen, weil es ja primär als Schotter-Rally gewertet wird. Nur auf Asphalt-Rallys gibt es Regenreifen. Links 4 und rechts 6 lang macht zu 80. Links 5 Mittel 200. Rechts 5 Verengung 250. Links 6 Mittel und scharf bremsen, Haarnadel rechts leicht schneiden. Und rechts 3 in links 4. Ah, das war schön. In rechts 4 Mittel in links 5. In rechts 5 macht zu 4 Mauer außen und links 5 macht zu 30. Fuck. Achtung, Knoten bremsen und links 2 Mittel 100. Links 4 kurz, in rechts 3 kurz. 36 Sekunden. Mann, ich brauch die 150er Maximalschwierigkeit. 135 ist es einfach nicht. Links 4 Verengung nicht schneiden, in rechts 4 Mittel macht zu. In links 3, in rechts 4 macht auf, Verengung 80. Rechts 3 lang, in links 6. Und rechts so 3 lang. Scharf bremsen, in links 1 kurz über Brücke, in links 1 kurz 100. Rechts 5, innenhalten, links 5, macht zu. Ach, der Stage waren auch meine Cutting-Künste wirklich rechts omnipräsent. In rechts 4 leicht schneiden. In links 5, macht zu. Baum. Oh, rechts knapp. Sehr eng. Und links 1 Mittel. Diesmal wollte ich nicht den weißen Pöller abräumen. Auf lang, sehr eng, 30. Aber man wäre schneller, wenn man den weißen Pöller umnietet. Wie jetzt? Rechts voll, in links 4 Mittel 30. Achtung, rechts 2, in links 3 lang und... Oh, 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 oh. Bist du okay? Wo ist meine Lernkurve? Komm schon, komm schon, wir müssen wieder in die Gänge kommen. Gerade sagen, oh. Oder ich, nicht gerade sagen, sondern ich hab mir gedacht mit, oh ja, das ist die Stelle, jetzt aber Obacht. Nicht zweimal das gleiche machen und ich mach zweimal das gleiche. Und links 2 Mittel Verengung. Rechts 4 macht auf, in rechts 3 macht zu. In Achtung, links 2 macht auf, über Asphalt 50. Bremsen in Haarnadel rechts, über Schotter. Oh, entspannen. Wir sind wieder auf Asphalt. Und auch hier war es da schon wieder. Ah, wieder aufgehört zu regnen. Oh. Rechts 4 lang, in rechts 500. So, ich glaube, ab hier kann nichts mehr passieren, oder? War da nicht mal was? Wenn wir schon alles kopieren vom ersten Mal durchfahren? Ich glaube, ab hier kann nichts mehr passieren. Uiuiui. Kurz Angst gehabt mit Oh no, it happened again. Wie kann ich mich da denn wieder rausreden? In links 3 leicht schneiden. In rechts 5, in links 6 sehr lang. Vorsicht mit den Reifen. Nee, alles gut, Chef. Wir sind gleich da. Keine Vorsicht mit den Reifen. Bremsen in rechts 5. Obwohl die schon gut abgenutzt sind. Und Achtung, großer Sprung rechts halten. Achtung, rechts 4, Verengung. Rechts halten. Und ich fliege halbwegs gerade. Perfekt. Oh nein! Mamma mia! So unnötig. Aber happy one. Sieg! Trophäe erhalten. Sieger in Portugal.
Gewinne die Rallye in Portugal. Perfekt. So. Will ich überspringen? Nein. Ich will noch sehen, wie ich eine Trophäe kriege. Bis ich dann zur nächsten richtigen Rallye dann die KI dann. Soll ich mich schon 150 trauen? Ah, da rechts, das kleine Scheißteil. Das ist die Trophäe. Oh wow, schnucklig. Oder ich gehe erstmal 10 hoch auf 145. Weil an sich, ja, irgendwie die KI kann keine langen Stages und nicht im Regen fahren. Alles andere ist ja schon okay, würde ich mal sagen. Na komm, nee, komm. Nächste Rallye, maximale KI-Stufe 150. Und wenn dann immer noch gewonnen wird, dann gibt's eine Hassnachricht an, wie heißen die Entwickler? I don't know. Nicht Criterion, sondern... Oder ist es... Nee. Wie heißen die Entwickler? Auf jeden Fall kriegen die dann eine E-Mail. Mit, hey, was macht Sachen? Euer Spiel ist zu einfach. Und kack du weh, ich kann das. Achso, wir haben neue F und E zur Verfügung. Ja, komm, machen wir schnell. Nee, das sind die Ziele. Raus hier. Dann nicht mal wieder mein Kontrollerchen in die Hand. Was wollen wir denn machen? Machen, saken. Wie wäre es mit... Ja, Reparaturmenschen brauche ich eigentlich nicht, ne? Aber ach komm, wir haben es ja. Sondern gibt mir natürlich noch mehr Geld. Und sonst... Wir gehen mal langsam auf Rekrutierung für neue, bessere. Ach nee, warte mal, das ist gar nicht der, den ich meinte. Schaltet einen Agenten und die Möglichkeit frei, ihn zu rekrutieren. Ein aktiver Agent bietet Ihnen mehr Events im Kalender, einschließlich seltener Events. Erhöht die Anzahl der verfügbaren Events. Ja, komm, machen wir das. Und dann hier ist noch eine höhere Chance auf noch seltenere Events. Perfekt. Ja, würde ich mal sagen, morgen wieder sehr wahrscheinlich Historic Events, die reingeknattert werden. Aber bis dahin muss ich noch einen Agenten einstellen. Vielleicht kriegen wir dann noch mal ein bisschen mehr Variation rein. Mal gucken. Finden wir es morgen heraus. Und von daher würde ich mal sagen, Leute, wenn es dir gefallen hat, lasst gerne eine Pulsierwertung da und ich wieder mal raus. Haut rein, bye bye and have a great time. Bye, have a great time.